Heute frage ich in deinen Alltag hinein, so wie du lebst, Tag ein, Tag aus. Lebst du als Königssohn oder Königstochter? Dazu schauen wir uns jetzt ein paar Stellen in der Schrift an. In Römer 8,15 steht, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist, wer ist das? Klarerweise der Heilige Geist. Der ist es, den jene empfangen haben, die an Jesus Christus glauben, weil sie erkannt haben, dass sie in ihrem Leben in die falsche Richtung unterwegs waren, nämlich ohne Gott, dass ihre Sünde ein Problem ist zwischen Gott und ihm oder ihr und er deswegen oder sie deswegen die Sünde bekannt hat und ja, Gott vergeben hat, weil Jesus die Schuld, die dafür zu begleichen war, bezahlt hat mit seinem Leben. Gut, das ist die Basis. Macht euch nicht zu Sklaven, sondern Söhne und Töchter werden wir da genannt. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, genau, Söhne und Töchter des Vaters, des ewigen Gottes, des Schöpfers, der hier genannt wird, zusammen mit der dritten Person der Dreieinigkeit, dem Heiligen Geist. Gut, Söhne und Töchter gemacht. Jetzt kommt der Punkt, warum ich die Frage eigentlich stelle. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das ist unser tägliches Problem, deswegen frage ich auch in den Alltag hinein, die Begierde des Fleisches, ja? Der natürliche Mensch, von jedem von uns, will immer wieder Dinge, dass wir das tun. Appelliert, versucht mit allen möglichen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, uns zu überzeugen, das muss passieren, was er will. Dieser natürliche Mensch oder auch Fleisch genannt. Oder ja, den hat jeder für sich und trägt ihn mit sich herum und hat jeder hat die gleiche Eigenschaft. Sie ist Gott, also dem Willen des Geistes, dem Willen Gottes entgegengesetzt, in allem, was es will. Ist uns das klar? Das heißt, es muss immer ein Kampf geführt werden, eine Entscheidung getroffen werden, erkannt werden, ist es jetzt aus dem Fleisch oder nicht. Darin müssen wir uns natürlich üben und dazu haben wir eine Waffenrüstung, dazu haben wir eben den Geist Gottes, gegen den das Fleisch aufbegehrt, aber natürlich der Geist gegen das Fleisch genauso. Und der Geist Gottes ist natürlich stärker, aber nur dann, wenn wir was tun? Im Geist wandeln. Darum, finally, da wir also durch Gottes Geist, in Römer 5,25, also Galater 5,25, ein Stück weiter, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das heißt, neues Leben durch Gottes Geist. Ich muss es wollen. Und ich muss es jeden neuen Tag wollen. Auf Schritt und Tritt. Deswegen frage ich in den Alltag hinein, auf mein tägliches Tun und Denken und Reden, dass ich mich von diesem Geist, vom Heiligen Geist, vom Gottes Geist bestimmen lasse, in dem, was dran ist. Und wie kann ich das überhaupt? Ja, indem ich mich an Gott wende, indem ich seinen Willen kennenlerne, um ihn zu tun und mich dadurch als Kind Gottes erweise, auch als Kind Gottes erkennbar bin, auch genannt als Himmelslichter in dieser Welt. Dazu wünsche ich uns ganz viel Begeisterung und Freude und wenn die nicht da ist, das wird immer wieder vorkommen, angesichts dieser
Begierde, die sich immer wieder dazwischen quetschen will, dann hin zum Herrn und zu ihm rufen. Aber Vater, Papa, bitte hilf mir. Er ist treu, er hilft. Aber komm zu ihm. In diesem Sinne, gesegnetes Miteinander mit unserem Vater.